Und ich freue mich wie ein Schnitzel, weil wer uns länger kennt, weiß, dass wir eine kleine Truppe sind und eine Maßschneiderei. Und ich habe heute bei mir unseren alten Freund, aber neuen Fine Selection Speaker, Emanuel Koch. Emanuel, komm doch mit mir auf die Bühne, bitte. Hey, grüß dich, Osnabrück. Hallo, Kari. Ja, du bist der Beweis, dass man auch über die Distanz ganz viel Nähe aufbauen kann. Wir haben die letzten 2,5 Jahre über 150 Produktionen zusammen gemacht. Da warst du der Produktionsleiter in unseren Studios. Und was viele in dieser Zeit gar nicht mitgekriegt haben, weil du hinter den Kulissen was Neues vorbereitet hast, ist, dass du nicht nur unsere Technik fantastisch beherrschst, sondern eben auch ein ganz, ganz toller Vortragsredner bist und Künstler. Und wir haben heute eine Premiere, Zukunftsmusik. Ich durfte die vor 6 Wochen schon mal in Hannover live erleben und habe immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil es so schön war. Und freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Für alle, die jetzt zuschalten, ganz kurz, was der Emanuel alles kann. Sein Motto ist, Mut verwendet alles. Der Emanuel ist ein Multitalent. Der ist Diplom-Informatiker, Autor, Keynote-Speaker und Musiker. Seit über 20 Jahren berät er deutsche Hightech-Unternehmen und hilft ihnen dabei, sich in Zeiten massiver Digitalisierung für die Zukunft strategisch gut aufzustellen und Veränderungen als Innovatoren selber zu gestalten. Seine Mission, Menschen dazu ermutigen, Herausforderungen adäquat anzugehen und die eigenen Potenziale heute und aber auch in der Zukunft bestmöglich zu nutzen. Und Emanuel, in deinen Vorträgen, das finde ich so toll, schaffst du es wirklich, tiefe Inhalte mit unglaublich toller Unterhaltung zu verbinden. Und darauf freuen wir uns heute. Willkommen beim Team Karin Burger als Fine Selection Speaker. Vielen Dank, Karin. Ja, normalerweise haben wir den Tom hier und der ist natürlich anders als ich ein wunderbarer Barpianist. Und ich zeige euch mal, wir sind hier einquartiert im Studio. Ich habe auch ein bisschen musikalisches Gerät mitgebracht, ne? Vielleicht zur Einstimmung. Eine kleine Sequenz aus meinem Piano-Vortrag. Also, ich bin kein Barpianist, aber ich mag es, Songs zu komponieren, die dann auf Bühnen darzustellen. Und deshalb, ich wollte eigentlich nie singen in Live-Formaten. Das ist nicht meins, weil ich mich nie als Sänger empfinde. Deshalb habe ich tatsächlich 3 Jahre in der Corona-Zeit als Redner Funkstille gehabt und dann viele Produktionen im Team Karin Burger gemacht. Jetzt ist es soweit, im letzten November haben wir dann ein Format gemeinsam auf die Straße gebracht, über das ich heute ein bisschen reden werde, über dieses musikalische Format. Das ist kein Online-Format, das heißt, ich kann das nicht 1:1 darstellen, was wir machen, aber ich kann von der Idee erzählen und was sich dahinter verbirgt. Und ich freue mich, für dieses Format ist ein neuer Song entstanden, der ist noch nie aufgeführt worden. Wir haben ein kleines Video gemacht und es wird heute die Weltpremiere haben, hier im Lunch and Learn bei Karin Burger. Ich gucke zwischendurch hier auf den Chat. Endlich spielst du wieder. Ja, danke, Karin. In der Tat, das habe ich lange nicht gemacht. Musik macht mir aber wieder Spaß, endlich wieder. Es war so auf Park, also wir schauen da mal rein. Bevor wir also über dieses neue Format reden, vielleicht 1-2 Sätze dazu, was mich als Redner immer getrieben hat, angetrieben hat, gereizt hat. Thorsten, wenn du einmal die Charts bitte freigibst, dann kann man das sagen. Also über dieses Thema Zukunftsmusik wollen wir heute reden, was wir in der Zukunft brauchen und wie wir da hinkommen. Und ich bin seit 2012 im Rednerbereich unterwegs und was mich immer gereizt hat oder angetrieben hat, wie gehen Menschen mit Veränderungen um? Und es ist ja nun mal so, auch vor Corona, auch vor dieser ganzen digitalen Zeit, der hybriden Zeit, die Welt wird gefühlt ja immer schneller. Ne? Alles wird schneller, wir müssen uns immer schneller anpassen und manchmal kommt der Mensch da nicht so richtig mit, das hier mal unten im Bild dargestellt. Also wir beschleunigen immer weiter hoch und eine ganz große Quelle dafür ist natürlich Technologie. Und Karin hat es eben gesagt, ich habe mehrere Herzen in mir. Ich bin halt vom gelernter Diplom-Informatiker, ich liebe Technik. Auf der anderen Seite mein Leben immer schon Musik gemacht und
Ach, Sonja, hallo. Hallo nach Hamburg. Und ich bin eben Bühnenmensch, ne? Und jetzt kommt das irgendwie alles zusammen. Auch das, was Thorsten, Karin und ich und Team auf den Bühnen gemacht haben, hybrid gemacht haben, das fließt jetzt bei mir zusammen. Das freut mich. Aber ein Wort nochmal zu diesem, wo kommt das denn Ganze her? Das Ganze kommt natürlich, ist sehr technologiegetrieben. Und ich benutze gerne dieses Bild, was ihr jetzt da seht. Das sind zwei SD-Karten. So, und das sind diese kleinen Mini-SD-Karten, ne, die man so ins Handy packt oder in Kameras, um was zu speichern. Und links seht ihr eben die Version von 2000 und 528 Megabyte, rechts die Version, sind 128, ich muss mal hier, die muss man aufsetzen, sonst 128, ich glaube ja, rechts 2014, 9 Jahre später, 128 Gigabyte. Das heißt, da mal eben liegt dann ein Faktor von 1000 zwischen innerhalb von 9 Jahren. Also das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie Technologie, in welcher exponentiellen Form das Ganze eben schneller wird. Und das trifft uns eben natürlich jetzt nicht nur bei Speicherkarten, das wollen wir. Wir wollen ja mehr Speicher, aber es sind in anderen Bereichen ja auch. Die ganze Rechnerleistung skaliert hoch und damit wird eben dann auch mehr möglich. Hier nochmal das Bild von 2019, da haben sie es wirklich geschafft, auf so ein kleines Format ein Terabyte zu kriegen. Für mich als technikinteressierter Mensch unvorstellbar, wie das gehen soll. Ich habe so ein schönes Bild, was ich auch gerne benutze und das mag ich auch sehr, ist der Indianer reist nicht gerne mit dem Zug. Warum? Weil dann der Körper schneller unterwegs ist als der Geist. Naja, und wenn wir uns das mal angucken, unser Highspeed-Internet, unsere Highspeed-Welt, dann sind wir ganz schön schnell unterwegs wie Indianer. Und da kommen wir manchmal nicht so ganz mit, vor allem unser Kopf kommt da nicht mit. Und ich habe ja gesagt, die Zukunftskompetenz, ich nehme das mal vorweg, macht sich eigentlich an diesem Bild klar. Ne? Wenn wir in Veränderungsprozessen sind, wenn wir uns anpassen müssen, dann haben wir eben sowas Wolkiges vor uns. Ne? Die neue Form ist noch nicht ganz da, das Alte ist noch nicht ganz weg. Unser Kopf braucht einfach Zeit dafür. Und während man in dieser unscharfen Wolke ist, hat man natürlich beliebig viel emotionales Gemuddel, kann man so sagen. Es ist einfach schwer, weil man eben noch nicht sieht, wo es unbedingt hingeht. Man wird auch konfrontiert mit sich selber, kommen wir gleich auch nochmal zu, so unter dem Motto, das kann noch nicht raus, das ist noch zu schlecht, das ist noch fertig, ne? Ich kriege das nie hin. Also wer schon mal ein Buch geschrieben hat, ich habe 2 geschrieben, unerträgliche Schreibprozesse, die wirklich quälend waren. Das Endergebnis ist dann schön und das ist diese Phase ist ja vom Außen verborgen, das sieht man nicht unmittelbar. Und das finde ich ganz interessant. Also ich habe auch Menschen gesehen, wenn ich Unternehmen beraten habe, ich habe Menschen gesehen, die sollten Telefonakquise machen und dann legst du denen unten einen Zettel hin, wo drauf steht, wenn sich einer meldet, dann sagst du bitte diesen Satz. Und ich habe wirklich Menschen gesehen am Telefon, die diesen Satz nicht vorlesen konnten. Ja, ist das so, weil der Satz zu schwer ist? Nein, das ist ein einfacher Satz. Ist das so, dass die das nicht wollten? Doch, die wollten das ganz bestimmt. Warum ist das dann so? Haben die sich verweigert? Nein, haben die auch nicht. Es ist so, weil es schwer ist. Dinge sind manchmal schwer. Und wir gucken zu sehr logisch, aus logischen Aspekten da drauf. Und sie sind manchmal eben, Dinge sind emotional schwer. Ne? Und wie ich mal sage, meine Probleme kosten euch Millionen, weil ich nicht der einzige Dussel bin, dem manche Sachen schwerfallen. Das reizt mich als Redner sehr. Und diese emotionalen Aspekte von Veränderung, Hüter hat das, glaube ich, mal gesagt, ne? Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und wenn das logisch wäre, hätten wir es schon längst gelöst. Wir haben dieses Umsetzungsproblem aber noch nicht gelöst und deshalb könnte es sein, dass es eben emotionalen Ursprungs hat. Und das zusammenzufassen, finde ich total interessant. Wer eben da mehr über meine Formate wissen will, der darf auch gerne hier auf der Website mehr darüber erfahren. Und weil das Ganze so emotional ist und ich ein passionierter Musiker bin, war die Überlegung da, ja, kann man das denn nicht irgendwie zusammenfassen? Kann man nicht Musik, Business, dieses emotionale Thema zu einem neuen Format kombinieren? Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen mit euch, was die Motivation war und was dabei rausgekommen ist. Denn Veränderungsprozesse sind emotional, Musik ist emotional. Ne? Technologie treibt Veränderung,
Musik ist voller Technologie heutzutage, ne? Also da möchte ich gleich auch ein bisschen Einblicke geben, wie sich da auch die Musikwelt komplett verändert hat. Die Musikbranche ist eine der durchdigitalisiertesten Branchen, die es überhaupt gibt. Und durch digitalisiertesten Branche. Und sie hat schon mindestens zwei Disruptionen hinter sich. Das heißt, man musste sich da auch an der Stelle ein paar Mal neu erfinden. Also was können auch Business-Branchen von der Musikbranche lernen? Das war so ein bisschen die Idee. Und da es natürlich dann darum geht, Hightech treibt das Ganze, war auch die Idee, da haben wir auch mit Thorsten zusammengesessen, weil wir ja auch viel da im hybriden Bereich unterwegs sind. Ich wollte also ein Hightech-Format schaffen. Und die Idee, jetzt zeige ich euch gleich noch mal ein paar Ausschnitte. Die Idee war tatsächlich, auf die Bühne LED-Elemente zu bekommen, wo man Visualisierung bauen kann, verschiedene Elemente visualisieren kann, andere Formen von PowerPoint, die nicht irgendwo da oben hängt, sondern mit auf der Bühne ist. Und es war eben die Idee, da funktioniert es vielleicht auch mit mir selber zu interagieren, weil eben auch Technologie ist ja so. Heute in einem Büro wird eine Person mit Laptop schafft ja viel mehr als früher drei Personen, weil sie einfach diese Technologie einsetzt. Also da auch die Idee, kann ich vielleicht mich selbst multiplizieren. Ich möchte euch einen Ausschnitt zeigen. Hier sieht man schon ein Bild. Ich habe da einen sehr roten Kopf, das liegt nicht an meinem Blutdruck, sondern an unterschiedlichen Farbtemperaturen, an so eine Kleinigkeit, die man alle in den Griff kriegen muss. Also die Idee war, funktioniert das wirklich? Und ich zeige euch mal hier einen kleinen Ausschnitt aus den Proben, wie die Idee da war. Thorsten, kannst du das Video bitte mal abfahren? Ja, so sieht das Ganze aus inzwischen. Ich liebe LED-Technik, weil dieser Aspekt, dass man Dinge auf die Bühne mitziehen kann, ja, also mit in diesen dreidimensionalen Raum, fand ich total gut. Das ist gar nicht so einfach, das synchron zu kriegen, und es gibt auch keine Präsentationsprogramme wie PowerPoint oder Keynote, die drei Screens bestücken können. Also das mussten wir alles erst bauen, hat tierischen Spaß gemacht. War auch ein Veränderungsprozess voller wolkiger Situationen mit viel Frustration zwischendurch. Aber diese LED-Technik liebe ich inzwischen auch in Hybridproduktion, wo wir Leute zuschalten können, aber eben auch jetzt als neue Interaktionsform. Und ich kann euch das mal zeigen, wie das Ganze, wie diese Module aufgebaut werden. Das sind also so 50 mal 50 Zentimeter Module. Man braucht für so ein Format dann natürlich eine Crew. Das kriegt man nicht mehr alleine hin als Speaker. Also da verändern sich auch die ganzen Rüstprozesse. Es ist mehr eine Show als ein reines Speaking. Und hier sieht man das. Das sind so 50 mal 50 Module. Die werden eben zusammengekettet. Kann man in unterschiedlichsten Formen aufbauen. Und dann kann man da, wenn das Ganze dann steht, entsprechend Videos auf diese drei Bereiche projizieren. Also eine wunderbare Form, mal
einen neuen Präsentationsweg zu schaffen. Alles, was mit diesen dreidimensionalen Geschichten passiert, ist auch total, finde ich auch total interessant. Hier ist es eben so ein Kompromiss. Ne? Es entstehen so Präsentationsinseln hier, sieht man das mal, ne? wie das dann von weiter aussieht. Das heißt, da erzähle ich gerade was über das Release vom iPhone und dann kann man eben so ein iPhone mal groß machen von hinten. Das kann man also auch von weiter weg relativ gut sehen. Und was ich eben daran sehr mag hier, man kann dann so Inseln bauen auf der Bühne, ne, wo man dann mal hingehen kann und zeigen kann, so hier an der Seite ist eben die alte Welt, da ist die neue Welt und man kann dahin marschieren und auf der Bühne sozusagen verschiedene Bereiche, Visualisierungsbereiche ansteuern. Was auch ganz schön ist an dieser LED-Technik, hier sieht man das, eben ich muss nochmal zurück, wir tauchen in dieser Zukunftsmusik mal in die 80er Jahre ein. Wo kommen wir eigentlich her von der Technologie? Da zeige ich gerade diese alten Telefone. Fernsprechtischapparat 611, das ist eine Abkürzung der damaligen Bundespost, in Knallorange, ne? Das kann man dann auf der Bühne zeigen und wie hat's geklungen, ne? Und wie waren eigentlich die 80er und wie hat sich das Ganze entwickelt? Und dann tauche ich natürlich auch ein in meine Welt. Wie habe ich eigentlich die 80er Jahre erlebt? Also der alte Emanuel vor dem jungen Emanuel, der sich gerade einen Synthesizer da gekauft hat, die Korg M1, auf war ich unfassbar stolz drauf. Und was eben schön an dieser LED-Technik ist, es wirft keine Schatten. Ne? Man kann sich direkt vorstellen und ich habe null Schattenwurf. Das heißt, man kann da schön Dinge erklären. Also als neues Präsentationsformat, ne? Oder hier dann, wenn man so drei Bereiche hat, da können wir auch so ein bisschen inhaltlich jetzt eintauchen. Ne? Da ist dann ist jetzt nicht ganz farbecht hier, auf der linken Seite ist dann eine Langspielplatte, in der Mitte ist die CD, rechts ist Spotify. Und das ist vielleicht mal so die Stelle, wo ich inhaltlich eintauchen möchte, in dieses Thema Zukunftsmusik. Ne, die Musikbranche ist durchdigitalisiert wie keine andere. Und das ist ein schönes Beispiel, dieser Übergang. Wir kennen das, LPs, ne, angefangen vom Grammophon, dann die Michael Jackson Thriller-Platte war, glaube ich, das meistverkaufte Album auf Schallplatte. Und dann gab es eine Innovation, nämlich die CD. Und das Interessante, deshalb sage ich auch Innovation, das Interessante an der Stelle, mit Einführung der CD ist das Endprodukt digital geworden, aber der ganze Prozess davor ist halt so geblieben. Das heißt, zu Zeiten der Langspielplatte hatte man ein Studio wie dieses, da war eine Band, die wurde aufgenommen. Dann wurde das Ganze gemischt, auf Tonband gebracht. Dann wurde das Tonband in Presswerk gebracht. Das Presswerk hat daraus Platten gemacht. Diese Platten, Schallplatten, wurden dann von einem Vertrieb in die entsprechenden Schallplattenläden gebracht. Und der Endanwärter konnte das dann kaufen und zu Hause auf dem Endgerät hören. Mit dieser Innovation CD passierte dann Folgendes. Nur der letzte Schritt, nur der letzte Produktionsschritt wurde ausgetauscht. Es blieb eigentlich alles, der ganze Prozess blieb gleich. Man hat dann nur eben im Presswerk CDs produziert. Ich brauchte immer noch ein Studio, brauchte immer noch ein Mastermedium. Ich hatte immer noch einen Tonträger. Dieser Tonträger wurde dann über eine Vertriebsstruktur in die Saturns gebracht und Mediamärkte und kam dann zum Endanwender. So, und dann kamen eben Streaming-Formate, Spotify hier im Beispiel dargestellt. Und das ist eigentlich der schöne Unterschied, ne? Von links zur Mitte, Innovation, von der Mitte nach rechts, Disruption. Weil da wurde auch das hintere Medium digitalisiert und damit änderte sich eben alles. Ne? Das heißt, die Innovation machte das Format besser, Disruption hat komplett die ganzen Prozesse, den gesamten Markt zerstört, alle Geschäftsmodelle anders gemacht. Es gibt heute noch Menschen, die in Tonträgern denken. Es gibt keine Tonträger mehr, zumindest nicht in der Masse. Es gibt immer noch Schallplattenliebhaber und es werden immer noch LPs gepresst, aber die Masse läuft natürlich über Streaming-Formate. Und das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel, ne? Damit Spotify überhaupt funktionieren konnte, musste ja viel passieren. Also wir brauchten die Endgeräte, wir brauchten das Internet, wir brauchten MP3. Also da musste ja ganz viel zusammenkommen. Aber in dem Moment, wo das Ganze dann zusammenläuft, konvergiert, sagt man dann in der Technik, da gab es dann plötzlich neue Möglichkeiten, angefangen eben mit dem iPhone, die alles auf den Kopf gestellt haben. Und mit dieser Disruption war es eben so, dass man mit
Musikverkäufen nicht mehr so viel Geld verdienen konnte. Also musste sich die gesamte Branche neu erfinden. Man sieht das richtig in den Statistiken, das ging dann runter, Riesenkrise. Und dann hat man eben gesagt, gut, wenn früher es so war, dass ich den Tonträger dass ich ein Konzert gegeben habe, damit die Leute Tonträger kaufen, ist es jetzt eben so, der Song ist die Idee, damit die Leute zu einem Event, zu einem Konzert kommen. Ne? Und dann sieht man halt auch genau, wie sich das entgegenbewegt hat. Ne? Früher so ein Konzert, ich habe das gesehen, ich habe eine Lindenberg-Karte irgendwo gesehen für 15 Mark. Ne? Und heute ist es eben so, Konzertpreise kennt ihr selber. Ne? Also da wurde dann das Geld verdient. Dann kam Corona, die Musikbranche ist wieder dabei, sich zu verändern. Man braucht wieder neue Formate. Das ist mein Angebot mit der Zukunftsmusik. Es ist ein musikalisches Format, was es eben so noch nicht gibt. Also von links zur Mitte Innovation, von der Mitte nach rechts Disruption. Und auch ganz interessant, Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also ich meine, LPs und CDs, das ist schon eine Menge Plastik und Zeugs, was da rausgebracht wird. Und mit der Digitalisierung ist eben auch an der Stelle, die Sammler mögen sich jetzt beschweren, aber es sind auch viele CDs und Platten weggeschmissen worden. Das ist natürlich auch massiv reduziert. Also ein komplett digitaler Prozess und Workflow ist für eine solche Bilanz, CO2-Bilanz, dann oft wesentlich besser. Guck hier mal ein bisschen, guck mal, was im Chat los ist. Na, okay, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr dann natürlich gerne den Chat bedienen. Das ist in der Musikbranche passiert. Das heißt, wir werden das auch gleich sehen, wie man heute Musik produziert. Ich kann euch das nochmal demonstrieren. In anderen Branchen passiert natürlich gerade Ähnliches. Ne? Also es kommen viele Dinge jetzt neu zusammen. Genau damals wie in der Spotify-Zeit passiert jetzt was Neues. Und in anderen Branchen ist das Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, KI, AI. Und da erleben wir ja ganz irre Dinger, die ich dann auch live auf diesen LED-Event zeige. Wir haben heute nicht so viel Zeit. Wird Thorsten gleich nochmal drauf eingehen. Wir haben Roboter, die beweglich sind, ohne Ende. Wir haben statt Sprecher kriegen wir Avatare, die Unfassbares leisten. ChatGPT ist in aller Munde. Und da kommt eine Welle auf uns zu, die größer ist als damals zur Erfindung des Internets. Ich glaube, es werden jetzt durch diese KI-Techniken viele, viele Bereiche digitalisiert werden können, wo man sich das vorher überhaupt noch nicht vorstellen konnte. Ja, es geht in Bereiche, selbst technisch interessierte Leute stehen daneben, neben ChatGPT. Thorsten erwähnt es nachher nochmal und zeigt es und sagen, schütteln den Kopf, und auch ich als ausgebildeter Diplom-Informatiker schüttel einfach nur den Kopf und frage mich, wie ist das überhaupt möglich? Und das wird natürlich andere Geschäftsmodelle verändern, genauso wie mit der Musikbranche, und wird dazu Veränderungen führen. Das heißt, da ist die Musikbranche eine wunderbare Vorlage zu schauen, wie kann man sich eigentlich neu aufstellen, wie wach muss man sein, was ist eigentlich passiert, wenn die Leute da festgehalten haben an Modellen. Ne? Und das finde ich halt total faszinierend. Was ich mich dann gefragt habe, ist, wenn mit ChatGPT und KI und AI so viel digitalisiert wird, was kann denn nicht digitalisiert werden? Wo sind denn dann die Grenzen der Digitalisierung? Und dann kommt man natürlich auf solche Sachen wie Innovation, Empathie, Zusammensein, Gemeinschaftsgefühl und so weiter. Und dann ist mir beim Spaziergang irgendwann mal eingefallen, naja gut, wenn ich eine Wand wegreißen muss, eine Wand einreißen muss, dann geht das auch ganz schlecht über einen Zoom-Call. Und daraus ist ein Song entstanden, den ich heute, wie angekündigt, releasen möchte. Ich kann mal hier einen weiterklicken. So sieht das Cover aus. Es wird am 24. Februar auf allen Musikplattformen verfügbar sein. Ich brauche eine Hilti. Wenn nämlich eine Wand weg muss, dann braucht man viele Hände, oder anders gesagt, ein Klick auf Abbruch hat noch keine Mauer zur Fall gebracht. Und voller Stolz, ja, präsentiere ich euch jetzt das Werk Ich brauche eine Hilti, was ab sofort Teil von Zukunftsmusik auch sein wird. Da seht ihr das auch so ein bisschen, wie ich das vorhabe oder wie ich das praktiziere, dass man eben gesprochene Inhalte mit Musik kombiniert und da auch eben diese Konvergenz schafft. Ich möchte nicht mehr reden. Ich freue mich voller Stolz auf den Song
Ich brauche eine Hilti. Viel Spaß und schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefällt. Server am Netz 24/7 kann aber keine Steine schieben. Ich mach mir heute dreckige Hände und knacke keine Codes, sondern Wände. Die Grenzen der Digitalisierung. Brauch keine Bits und Bytes, dass du das mal weißt. Ich brauch ne Hilti. Mit digital ist hier Schluss, weil die Wand weg muss. Ich brauch ne Hilti. Und soll die Mauer raus aus dem Lot, dann geht das nicht remote. Nett im Homeoffice, bequem von zu Haus, die Arbeit mit Staub, schließt das aus. Am Bildschirm auf Abbruch, doch du wirst sehen, so viel ich auch klick, die Mauer bleibt stehen. Ich bin bereit für Telearbeit, doch auf Baustellen kommst du damit nicht weit. Brauch keine Bits und Bytes, dass du das mal weißt. Ich brauch ne Hilti. Mit digital ist hier Schluss, weil die Wand weg muss. Ich brauch ne Hilti. Und soll die Mauer raus aus dem Lot, dann geht das nicht remote. Brauch keine Bits und Bytes, dass du das mal weißt. Ich brauch ne Hilti. Mit digital ist hier Schluss, weil die Wand weg muss. Ich brauch ne Hilti. Und soll die Mauer raus aus dem Lot, dann geht das nicht remote. Ja, soll die Mauer raus aus dem Lot, dann geht das nicht remote. Vielen, vielen Dank. Auch ein paar nette Kommentare erreichen mich im Chat. Danke, danke, danke. Das ist ja immer so ein Schritt, wenn man so ein Baby in die Welt rauslässt. Ab 24.02. auf allen Musikplattformen. Das Video kommt erst später raus für euch als Lunch and Learn Zuschauer, Zuschauerin. Es gibt natürlich eine Aufzeichnung von dem Lunch and Learn. Da könnt ihr das Video dann auch sehen, wenn euch der Song gefallen hat. Sonst eben erst am 24.04. Ganz interessanter Side-Fact an dieser Stelle. Wir tanzen hier alle, alles klar. Team Kallenburger, Bilder, wir brauchen nachher Bilder. Ich brauchte ein Cover dafür und es musste irgendwie schnell gehen. Und was viele nicht wissen, neben ChatGPT gibt es ja auch die Möglichkeit, dass künstliche Intelligenz Bilder macht, individualisierte Bilder. Und ich habe tatsächlich dieses Cover, wer ChatGPT mal ausprobiert hat, da gibt es so eine Bilderfunktion. Und die habe ich mal angeworfen und habe da reingeschrieben, ich hätte gerne, was habe ich denn, was habe ich mir irgendwo aufgeschrieben? Ich brauche einen Mann, der über das Internet versucht, eine Wand einzureißen. Das habe ich hier in der KI formuliert. Unter OpenAI ist das so ein Modul, das heißt DALI oder DALI. Kennen vielleicht viele noch nicht. Und das hat mir dann rechts unten das Bild vorgeschlagen. Und
war ganz beeindruckt und das habe ich dann entsprechend benutzt. Also KI auch in dem Kreativprozess nimmt einen gewissen Anteil ein. Jeder Song ist ein Kreativprozess. Und was ich mal festgestellt habe, Kreativprozesse und Veränderungsprozesse sind sehr, 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 sehr ähnlich. Die haben sehr, sehr, sehr viel gemeinsam, ne? Weil jeder Song, man kennt das Ergebnis noch nicht, man weiß noch nicht, wo das Ganze hingeht, man wird mit seiner eigenen Situation konfrontiert, das ist noch zu schlecht und so weiter. Ich habe diesen ganzen Wurm auch. Und die Frage ist ja, wie man durch dieses Wolkige schreitet. Und ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich war, dass man irgendwann, wenn man in so einem Prozess ist, und ich zeige euch gleich mal 2 Minuten wir waren 2 Tage zusammen, 2 mal 9 Stunden waren es, glaube ich, und ich zeige euch da 2 Minuten aus, dann kriegt ihr eine Idee. Und wenn man eben noch kein Gefühl hat, wie das geht, und eben man ist mit sich selbst konfrontiert, hat kein objektives Bild auf das Projekt, auch nicht auf seine eigenen Leistungen, was halt eben ganz, ganz wichtig ist, ist dann eine Gruppe von Trusted Teams zu haben, von denen man sich auch mal nackig machen kann, also emotional, denkt, es ist alles schlecht, und wo man dann gemeinsam schaut, so wie kriegt man das Ganze hin. Und ich baue solche Songs immer vor und hole dann jemanden dazu, der das Ganze zu Ende macht. Und hier bei der Hilti war es der Daniel, ein ganz toller Producer hier aus der vom Institut für Musik von Osnabrück. Ich wollte auch einen sehr jungen haben, dass das Ganze auch so ein bisschen fresh und locker klingt. Und wir haben diesen Leidensprozess 2 mal 9 Stunden hier durchlaufen. Das Ergebnis danke. Also es kommen hier auch Kommentare rein. Danke für eure netten Worte. Wenn man das Ergebnis sieht, sieht man ja nicht, was dazu geführt hat, ja, und wo das Ganze hergekommen ist. Ich zeige euch einfach mal, ist wirklich spannend anzusehen. Wir gönnen uns mal diese 2 Minuten, die sind ein bisschen gerafft, das sind 2 Minuten von 2 mal 9 Stunden, dass ihr mal so eine Idee habt, wie heute Produktion aussieht. Weil man denkt ja immer im Studio, da ist eine ganze Band, ne, und ist immer was los. Nee, diese Branche ist durchdigitalisiert. Dieser ganze Song ist an 2 Laptops entstanden. 2 Laptops und das war's. Und selbst die Veröffentlichung hat diesen Laptop nicht verlassen, ist direkt aus diesen Laptops veröffentlicht worden. Schauen wir mal rein, wie das Ganze aussieht. Ich habe mal 2 Minuten aus der Drum-Programmierung euch zusammengeschnitten. Wir machen uns mal nackig hier. Thorsten, fahr mal die Datei ab. Verstehe ich. Ich mache erstmal hier eben nicht diese. Das heißt, du würdest da ein zusätzliches. Nee. Ach so, dann dass man hier. Das könnte man aber auch noch später irgendwo machen. Bratendisch, notiert ihr das. Aha. Braucht keine Bits und Beine. Tam, 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 tagadam. Genau. Ich merke schon, wir verstehen uns. Einfach 4 Schnärs. 4 Schnarren. Und da ist ja noch dieses Ding, das muss drin bleiben. Hörst du die jetzt? Ja, die muss drin bleiben. Ja, unbedingt. Okay. Aber das. Ah ja, doch, das kann man spielen noch. Okay. Da könnte man natürlich auch so ein. Weißt du? Kann man auch machen. Ist, aber nicht ich, beim ersten Mal. Ja. Und ist, glaube ich, nicht ganz so. Das würde ein Schlagzeuger spielen. Mhm. Ja. Aber bei uns spielt ja kein Schlagzeuger. Mhm. spielt ein Gitarrist und ein Keyboard. Das ist so nämlich. Was soll da mal schon rauskommen? Könnte man, aber man muss auch nicht. So ist. Und diese Frage klären wir beim nächsten Mal. Wiedersehen.
Und genau dieses Kleinteilige, dass man 18 Stunden über jeden kleinen Schlag diskutiert und leidet dabei, das sieht man eben nicht, dass man 2 Minuten von 2x9 Stunden, dass ihr mal eine Idee kriegt und man sitzt wirklich dann 2x9 Stunden hier an einem Laptop. Und das ist Studioarbeit von heute, weil eben alles durchdigitalisiert ist. Das als kurzen Einblick, also die Musikbranche ist da eine wirklich ganz, ganz, ganz wunderbare Vorlage. Man kann Emotionen simulieren. Wir holen auch Führungskräfte hier ins Studio und sagen, ja, stell dich mal vom Mikrofon, 3, 2, 1, los geht's. Aha, ist schwierig. Ne? Was könnte denn helfen? Wie könntest du dein Team unterstützen? Wie könntest du den Protagonisten unterstützen? Man kann im Studio sehr, 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 sehr viel Emotionen simulieren. Deshalb mache ich das ganz gerne. Arbeite weiter an diesem Format Zukunftsmusik. Ihr wart jetzt Zeuge, wie ein neuer Song da reinkommt. Meine Learnings hierzu, bevor wir dann zu Thorsten gehen, der auch noch was zu diesem ganzen Thema Technik einsetzen sagt. Meine Learnings, es wird mehr digitalisiert werden, als wir uns das derzeit vorstellen können. Das heißt, die Musikbranche zeigt es, das verändert alles und das wird sich in andere Branchen reinziehen. Künstliche Intelligenz wird ein wesentlicher Treiber sein für diese ganze Geschichte. Es werden nicht Menschen gegen künstliche Intelligenz konkurrieren, sondern Menschen mit anderen Menschen, die diese Tools einsetzen. Genau wie in der Musik. Ja, du bist eben schneller, effizienter, wenn du diese Produktionstools eben einsetzt. Das bringt Veränderungen mit sich, die fühlen sich nicht immer gut an, bringt aber auch ganz, ganz, ganz viele Chancen mit sich. Und diese Veränderungsphasen, dieses Unsichere, Unscharfe, ja, Unfertige, das fühlt sich alles nicht gut an. Die Menschen tendieren davon, da auszuweichen. Und ein Ansatz, es gibt noch weitere, ein paar Modelle dafür gebaut, aber diese Trusted Teams, ne, wenn Telefonakquise emotional schwer ist, macht's zu zweit. Wenn eben Produktion schwierig ist, ne, gute Teams bilden. Ein gutes Team habe ich hier mit dem Daniel gefunden für diesen Song. Das ist so meins, was ich euch darreiche. Und wenn die Zukunftsmusik, die kein Online-Format ist, sondern live, ist es ein Live-Format. Ihr habt es gesehen mit den LED-Formaten. Wenn es mit Karin Burger an irgendeiner Stelle ist, ihr werdet es mitkriegen in allen Kanälen. Und dann freue ich mich sehr, wenn auch ihr dabei seid. Vielen Dank.